Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 2. Genau, so hieß das Spiel. Wir haben heute den 3.1. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Hoffe, ihr habt schön gefeiert und hattet auch gut Weihnachten und so, ne? Ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt. Denn nicht in menschlicher Form, sondern in Papierform. Mir ist nämlich noch eingefallen, dass ich so ein... Warte mal, ich muss mal gerade gucken, wie das Ding heißt. Super Mario Power, ein offizieller Nintendo-Spieleberater. Den habe ich da, und da ist eine Komplettlösung zu Super Mario Bros. 1, 2 und 3 drin. Und ja, habe ich mir gedacht, falls ich Problemchen haben sollte, werde ich den einfach benutzen. Das sind ja keine Cheats oder so, es ist einfach nur Hilfe. Und den habe ich mir natürlich jetzt total verbaut. Schmeißen wir denn hier hin? So. Ich weiß nicht, ob der zählt. Keine Ahnung. So. Eieiei. Ach, guck mal, ein Herzchen. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich habe da eben schon mal ein bisschen durchgeblättert. In dem Papiergedöns. Und hab gesehen. Irgendwas Spezielles habe ich gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Das ist natürlich sehr gut. Ein Shell. Eine Bombe. Toll. Da steht auch ganz genau drin, wo hier diese Fläschchen sind und so. Aber das werde ich mir nicht angucken. Noch ein Herzchen. Hey! Ich werde auch diesmal versuchen, mal wieder den Geheimgang zu gehen. Also die Abkürzung eher. So. Achso, wir müssen ja hier mit Schmackes hoch. So. Ja, sehr gut. Was ist hier? Eine Bombe. Okay. Glück mit K. So, wie war das denn? Ach, da ist... Ach. Birdo. Birdo. So heißt das. Wie? Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Wunderschön. Und das ist ein Kristall. Angeblich. Sieht aus wie Football. So. Ich muss mir das jetzt mal hier angucken. Ich versuche das mal jetzt hinzukriegen, dass ich ein extra Leben noch bekomme. Yes! Okay, das ist schon mal gut. Oh, jetzt versuche ich nochmal eine Kirsche mit Öl zu bekommen. Ah, Mist, ein Stern. Na gut, auf jeden Fall schon mal 5 Leben. Sehr schön, das freut mich. Ah, ja. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das so schnell ist, dass man das nicht erkennen kann. Deswegen habe ich mich da auch gar nicht erst weiter rangemacht, das irgendwie zu erkennen.
So, hier warten wir. So. Ein Trank. Machen wir hier hin. Ein Pilz. Und Münzen, ganz wichtig. Ich will ganz viele Leben bekommen. Anscheinend zählt die nicht mehr, wenn wir die mitnehmen. Und noch ein One-Up. Wunderbar. Läuft gerade sehr gut. Gehen wir noch hier rein. Schlüssel. Gleich, jetzt nicht. Ich will erst noch hier die Dinger aus dem Boden ziehen. Warte mal, die hier vorne ist wieder da. Ist hier wieder... Oh, da ist nochmal ein Trank drin. Ja, nice, dann können wir hier nochmal... Das ist natürlich sehr gut. Das wusste ich nicht, dass das funktioniert. Was war das denn gerade? So. Was? Blödes Vieh. Okay, jetzt holen wir uns das da raus. Lass mich in Ruhe, du Ding. Sehr schön. Nein! Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier schon sterbe und meine tollen Leben verballer. Drecksvieh. Okay, das reicht. Hat das kaputt? Dankeschön. Schnell hoch. So, das müsste reichen. Ihr lasst mich mal in Ruhe. So. Ah, hier hinten gab es, glaube ich, irgendwo. What the fuck? Dieses... Den möchte ich gerne haben. Weil wahrscheinlich kommt wieder so ein Vieh zu mir gerannt. Nee, doch nicht. Okay. Warum? Weil ich gestorben bin, oder was? Das ist natürlich sehr unfair. Oder weil ich den Dingenskirchen hatte. Oh, fuck, jetzt kriege ich keine Münzen. Hallo. Ist übrigens eine Sie. Habe ich so erlesen können. Meine Augenbraue hat gerade gejuckt und ich hatte ein bisschen Schiss, dass sie direkt schießt. So. Keine Münzen, oder? Doch, drei. Okay. Also, mir hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Amerikaner, ein Engländer, auf jeden Fall nicht Deutsch, hatte mir geschrieben. Oder Alex war das, oder beide, ich weiß es gar nicht mehr. Wenn man eine Kirsche
am Anfang bekommt, dann kriegt man auf jeden Fall ein Leben oder so. Und wenn man halt 5 Kirschen hat, 3 Kirschen bekommt man 5 Leben, so. Ich versuche jetzt immer die Kirschen zu kriegen und vor allem eine Kirsche am Anfang. Das dauert jetzt immer ein bisschen, weil ich muss immer in den Rhythmus reinkommen. So. Mist! Fuck you. Ach ja. Mann, ich krieg das nicht hin. Warum hat das beim ersten Mal funktioniert? Yes, eine Kirsche. Naja, 2 Leben. Okay. Besser als gar nichts. Okay. Welt 3. Ich darf jetzt nur nicht wegen den ganzen Leben hier zu übermütig werden. Okay, ein Trank. Nehme ich schon mal mit. Ich glaube, in dem Buch steht auch drin, wo man die Tränke hinwerfen muss. Wenn man den, glaube ich, richtig platziert, bekommt man Leben. Was man einsammeln kann dann. Und hier ist doch schon mal eine ganz gute Stelle. Okay, erstes. Also nicht Leben, oder? Der letzte noch. Was gemacht hat, keine Ahnung, weil der hat nicht mehr geblinkt. Also gedingst. So. Wo war der hier? Dann war er hier. Nee, dann ist es der unten rechts. Ist nochmal. Nein! Ach, ficken! Dann halt schmeiß weg. Dann halt wenigstens eine Münze. Oh, besser als nichts. So. Ah, den Trank muss man, glaube ich, hier hin machen. Das habe ich eben gelesen. Okay, da komme ich nicht rein. Wow, 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 wow. Ah! Noch versteckt in der Tür. Ich tu mal das Mikrofon ein bisschen weiter weg, weil das ist, glaube ich, sehr am Ausschlagen, wenn ich hier rumjammern bin. Jo. Und wie immer machen wir den hier platt. Pfutsch. Reicht einer? Ich meine schon. Das haben wir ja schon alles 5-mal gesehen hier. Könnt sogar. Nee, das ist noch mehr. Noch öfter haben wir das gesehen. Okay. Los geht's. Ach, diese. Schlüsselgeister mag ich irgendwie nicht. War knapp. Okay. Möchte gerne ein Herzchen oder sowas oder ein Pilz. Wäre noch geiler. Lasst mich alle in Ruhe. Das ist auch gut. So. So ging das. So.